Hallihallo, liebe Leute, und weiter geht's mit Breath of Fire 3 und wir betreten jetzt mal Urkantapa. Im letzten Mal haben wir ja diesen Schrottplatz da, den Trödelplatz erkundet und jetzt gucken wir uns mal hier um. In diesen Dörfchen, Städtchen oder was auch immer. Willkommen, Reisende, in Tapa, Dorf der Urkania. Soll das nicht Ukraine heißen? Okay, hier scheinen alle zu beten. Sankt Eva lässt grüßen. Okay. Unser Gott lehrt uns, das Böse zu bekämpfen. Irgendwie muss ich jetzt gerade wirklich an Breath of Fire 2 denken. Wo immer wir es finden. Selbst jetzt, wo nichts Böses in der Welt zu finden ist. Nein, überhaupt nicht. Müssen wir gewappnet und stark bleiben. Reisender, du kannst mit uns Gottes Lehren lernen. Dann tu ich's mal. Dies ist falsch. Ihr seid zu erpicht. Auf den Tod eurer Feinde, was? Ich habe gehört, dass es irgendwo auf der Welt einen Kampfstil gibt, der es dem Krieger erlaubt, ohne Kämpfen, ohne seine Feinde zu töten. Hä? Okay, wo gibt's das? Selbst wenn ihr das Böse im Namen Gottes bekämpft, müsst ihr das Leben immer respektieren und bewahren. Okay, du machst mir Angst. Bis wir uns wieder begegnen, möge Gott mit euch sein. Danke. Der Patriarch wohnt hier drüber. Na, dann gehen wir den mal besuchen. Okay. Noch höher. Und hier ist ein Felsen. Krieg ich den weg? Nein. Okay, Der Patriarch meditiert. Niemand darf eintreten. Das ändern wir mal. Momo vielleicht? Verdammt, falsch. So? Bringt auch nichts. Momo, deine Waffe ist zu schwach. Zumindest für diesen läppischen Felsen hier. Okay, versuche ich noch Nina mit Magie. Bringt auch nichts. Na gut. Dann kann ich da wohl nicht hin. Schade. Oder hast du noch irgendwie das? So, Dama, der Patriarch unseres Volkes wohnt hier drüber. Da kann ich nicht hin. Das ist so ein dummer Felsen, den ich nicht beseitigen kann. Das heißt, ich brauche jemand anderen in der Party. Und ich hätte da eine Vermutung. Ich glaube, das mache ich auch kurz. Nur um den Patriarch zu besuchen. So, campen, Start. Kann ich nicht. Doch, jetzt. Gut, dann wechsle ich mal kurz die Party, nur um diesen Patriarch zu besuchen, falls das was bringt. Okay, Gar ist nicht mehr bei uns. Oder? Ah doch, wollte gerade sagen. Hätte mich auch gewundert, wenn er schon weg wäre. Was möchtest du tun? Mitstreiter wechseln. Dann werde ich nur für... Ja, ihr seht, die sind noch ein bisschen ziemlich, untergelevelt im Vergleich zu den anderen. Muss ich auch mal gucken, dass ich die irgendwie level. Aber ich wollte jetzt jemanden auswechseln. Ich wechsle erstmal Momo aus. Und dann mal sehen, ob das was gebracht hat. Ah, Momo liest ein Buch. Nina lässt sich wärmen. Und wir schauen uns noch ein bisschen um. In Urkantapa. Ich will diesen Patriarch sprechen. Sofern es mir erlaubt ist. Sofern ich da wirklich mit Gar jetzt durchkomme. Was kann der überhaupt? Gar nichts mit Dreieck. Du bist ja ein toller Typ. Das. Oder ich kann es mal probieren, mich vor dem Felsen zu stellen. Vielleicht kann das ja doch was irgendwie bewirken. Ich probiere es einfach mal. So, einmal nochmal hoch. Ah, dir sei, Gar, du bist ein bisschen zu dick. So, wenn das jetzt nicht klappt, dann versuche ich Peko nochmal. Wenn das auch nicht klappt, dann weiß ich es nicht. Nein, das war der falsche Knopf. Ich wollte Dreieck benutzen. Ah, okay, Gar kann es. Hallo, Patriarch. Und wir versammeln uns. Bist du es, Gar? Ah, wir müssen also mit Gar hin. Willkommen daheim. Hast du dir überlegt, deinen Kameraden beizustehen? So etwas Ähnliches, denke ich. Es stimmt also. Es gibt nichts Böses mehr auf der Welt. Doch, viel zu viel. Ich musste schon einige Monster bekämpfen, Mann.
Ich schätze, eure Intuition war falsch. Das heißt also, dass es nun Zeit ist, euren langen Schlaf anzutreten. Wächter Gar. Wie, was für ein Schlaf? Nun gut, geht zum Turm. Ich sage den Wächtern, dass ihr kommt. Lebt wohl, Gar. Was für ein langer Schlaf. Okay, hier ist gar nichts. Aber was für ein langer Schlaf. Naja, werde ich dann ja wohl erfahren, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, da muss ich mich wohl von Gar irgendwie trennen. Habe ich so das Gefühl. Okay, hier kann ich auch nicht lang. Irgendwie. Naja, was soll's. Vielleicht kann ich mich hier nochmal impfen lassen. Ich habe da nochmal so ein Erste-Hilfe-Häuschen gesehen. Wobei, ich will die Party erstmal wieder wechseln. Und zwar will ich wieder Momo in meiner Party haben. Die hat ein höheres Level als Gar. Also will ich... Ach, verdammt, ihr versperrt mir den Weg. Nein, ich wechsle den Party-Mitglied-Charakter einfach. Dann passe ich da durch. Komischerweise. Aber Gar ist auch wirklich ziemlich breit. Muss ich schon sagen. Ach, wir erkennen jetzt automatisch. Auch gut. Es mag täuschen. Aber ich bin auch ein Urkalia. Habe ich mir irgendwie fast gedacht, wo der Typ schon gesagt hat, dass er zu Hause sagt, Leute wie ich, die Urkankrieger, werden Wächter genannt. Denn wir schützen unsere Leute vor Gefahren. Ah ja. DJ Gar, seid ihr noch wach? Nee, wir sitzen nur vorm Lagerfeuer und reden miteinander. Wir sind überhaupt nicht wach. Worüber ich euch erzählte, dass ihr sterben könntet. Ja, was ist damit? Vergesst es einfach. Ihr werdet verstehen, wenn wir dort sind. Du machst mir Angst. Naja, gut, dann kann ich jetzt zum Engelsturm, aber bevor ich dahin gehe, werde ich erstmal campen. Ich wollte sowieso gleich ja nochmal impfen. So, dann wechseln wir die Party. Was möchtest du tun? Die Mitstreiter wechseln. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt unbedingt Gar brauche, um da diesen Turm erklimmen zu dürfen. Falls doch, habe ich ein Problem. Egal, ich versuche es einfach mal. Wenn ich nicht durchgelassen werde, weiß ich auf jeden Fall, dass ich ein Problem habe. Okay. Dann gehen wir mal zum Engelsturm, der mehr aussieht wie ein Maya-Tempel. Aber das ist jetzt auch, verdammt. Nein, ich will zurück. Ich habe vergessen, dass ich noch was anderes machen wollte. Sofern es was bringt. Nochmal nach Urkantapa. So. Okay. Erstmal den Weg finden. Obwohl, hier kann ich rein. Oh, da ist auch noch eine Frau, die am Brunnen steht. Ihr könnt euch hier an der Quelle erfrischen. Wie in einem Gasthaus der Außenwelt. Und das kostet nicht mal was. Ach doch, 110 pro Übernachtung. Nee. Nee, lass mal. Trotzdem danke. Das wird mir, glaube ich, dann ein bisschen zu ungemütlich da unten. So, hier ist das erste Hilfehäuschen. So. Willkommen, wir haben nicht die Kraft Gottes, aber wir können euch eine andere Kraft geben. Wollt ihr einen Schuss? Mensch, das klingt doch schon fast, als würden wir hier Drogen bekommen. Ah, schade, geht nicht mehr. Na gut. Ich glaube, dann kann ich hier verschwinden. Da oben wäre noch was. Da sind noch Kinder und... Ich will aber zum Engelsturm. Alle beten hier. Ich gehe zum Engelsturm. Nein, ich gucke hier noch. Hier kann ich noch rein. Ach man. Hier ist eine steinerne Statue von Gar. Sieht verdammt nach Gar aus. Okay. Gar hat hier sogar eine eigene Statue. Ich beneide ihn. Und hier stehen Frauen im Swimmingpool. Oder sowas in der Art. Dieser Ort ist für jene, die Gott dienen, um sie zu reinigen. Aha. Reinigen nennt man das also. Auch gut. Naja, okay, hier gibt's nichts Interessantes mehr. Dann gehe ich jetzt so langsam wirklich zum Engelsturm. Aber trotzdem eine coole Statue von Gar.
Naja, dann kann ich jetzt wirklich langsam aber sicher zurückgehen. Den langen Weg, falscher Weg. Du stehst im Weg. Und dann kann ich im nächsten Video auf jeden Fall den Engelsturm betreten. Ich freue mich schon drauf. Mal schauen, was mich da erwartet. So, und weg von Urkantapa. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, betreten wir den Engelsturm im nächsten Video und schauen uns mal an, was uns dort alles für Gefahren erwarten. Ja, mit meinem Level dürfte ich eigentlich keine großen Probleme haben. Aber gut, ich würde dann sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen!